Diesmal wurde ich gebeten, nicht zu einem fachspezifischen Vortrag über das Myelom oder das Myelom, sondern ein bisschen über mein Buch zu berichten, das ich deshalb eigentlich geschrieben habe, weil nach einem Gespräch mit einem Patienten, wenn man einen Therapieplan bespricht und so weiter und das vielleicht noch aufschreibt, also auf, und das und dann fragt, ob das auch entsprechend klar ist, dann kommt am Schluss die Antwort vom Betroffenen oft: Ja, das habe ich schon verstanden, aber was kann ich noch tun? Was kann ich persönlich noch tun? Und da kommt natürlich immer, sozusagen schwingt da die Erwartung mit, dass jetzt dass der Behandler hergeht. Wenn Sie sich das kaufen, das Leatril oder das Vobimugus oder den Faktor AF2, dann ändert sich die Welt. Das ist es aber nicht. Es gibt nichts, eigentlich in Österreich muss man sagen, das ist einer der wenigen außeramerikanischen Länder, wo dem Patienten alles zur Verfügung steht. In Amerika ist es ja nur für die Reichen so, aber hier ist es für alle so. Hier haben wir die neuen Medikamente, sobald sie zugelassen sind, verfügbar. Daher gibt es nichts Zusätzliches, was sozusagen einen, was man kaufen kann, wie Beres-Tropfen, die auf die Krankheit einwirken, also als Medikament. Aber Sie selbst können unglaublich viel tun, meines Erachtens. Und über das möchte ich jetzt ganz kurz berichten oder mit Ihnen diskutieren. Ich habe diese 5 Ls hier Ihnen aufgeschrieben, die meines Erachtens das Elixier sind für ein möglichst gutes Leben, ein möglichst gesundes Leben, ein Leben in möglichst guter und hoher Zufriedenheit. Also lieben, lachen, lernen, laufen, leichter essen. Lieben, das ist natürlich eigentlich ganz klar. Wir wissen, dass Menschen, die alleine als Single durch die Welt gehen, seien sie gesund oder besonders wenn sie eine Krankheit haben, eine ernsthafte, eine kürzere Lebenserwartung haben als Menschen, die ein tolles soziales Netz haben, die eine tolle Partnerschaft haben. Und selbst wenn das mit Menschen nicht funktioniert, dann ist einfach der Bezug zu einem Lebewesen, wie zu einem Hund, einer Katze, oft für viele Menschen sinngebend, sinnstiftend und erfreut das Herz und hat einen sehr positiven Einfluss auf Wohlbefinden, aber nicht nur Wohlbefinden, sondern auch auf körperliche Gesundheit. Also man hat was, man hat seine Gesellschaft, seine Freunde, die man liebt, oder seine Beschäftigung, sein Hobby, in das man sein Herzblut investiert, und das ist wohl das Schönste, das man haben kann. Denken Sie an die Dirigenten, wie alt diese Dirigenten meistens werden. Die haben natürlich eine ganz tolle Aufgabe. Sie stehen am Podium, orchestrieren 100, 120 Musiker und bringen den Zuhörern, den Auditorium Freude, Erfüllung und herrliche Stunden. Also wenn man so etwas Schönes machen darf, dann ist das natürlich besonders sinnstiftend, befriedigend. Und es gibt eine interessante Geschichte, die finde ich ganz fantastisch. Es gibt eine kleine Stadt in Apulien, die heißt Rosetto. Und am Ende des 19. Jahrhunderts, also 1885 und so, war dort überhaupt kein Auskommen mehr zu finden. Die Leute haben nichts gehabt, womit sie ihr Leben sozusagen unterstützen konnten, also keine finanziellen Einkünfte. Es war dort alles trostlos, sie konnten sozusagen ihr Leben nicht wirklich gut unterstützen. Und haben sich dann überlegt und gesagt, wir als Dorf, das müssen wir ändern, das können wir nicht mehr ertragen. Wir emigrieren in die USA. Und das ganze Dorf, die Dorfeinwohner sind also gemeinsam emigriert in die USA und haben sich dort niedergelassen. Aber in einem Dorf in den USA, und haben so weitergelegt, haben ihre soziale Struktur so beibehalten, wie sie es in Rosetto in Italien gewohnt waren. Was heißt das? Es war die Großmutter, die Eltern, die Kinder und die Enkelkinder, die waren alle unter einem Dach,
Und man hat, so wie das in Italien ja üblich ist oder früher üblich war, man hat dann gemeinsam gegessen, gescherzt, gelacht, man hat große Feste gefeiert und man war immer zusammen. Und jedes Mitglied dieser Familien hat sozusagen eine ganz starke Identität gehabt. Die waren verankert, sie haben ihren Platz gehabt, es ist gescherzt worden, gelacht worden, gemeinsam möglicherweise auch geweint worden, wenn man wem verloren hat. Aber es war eine enge Gemeinschaft, ein enges, wichtiges soziales Netz. Was den amerikanischen Gesundheitsbehörden aufgefallen ist, war Folgendes. Die Rosetaner haben ein viel geringeres Risiko für Herzkrankheiten, Herzgefäßkrankheiten gehabt. Ein Drittel niedriger als sonst in den USA. Weniger Herzinfarkte, weniger Hypertonie, fast überhaupt keine Hypertonie. Und die waren dann so aufgeregt und haben dann, da gibt es ein National Health Institute, die haben dann Experten dorthin geschickt, um herauszufinden, was denn das Besondere an den Rosetanern ist, dass sie so eine geringe Krankheitsanfälligkeit haben, insbesondere Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und die erste Delegation ist dorthin gegangen und hat gesagt, naja, die leben halt alle da zusammen, aber eigentlich, die essen gar nicht so gesund, muss man sagen. Die haben so spezielle fettreiche, ölreiche Gerichte gehabt und die konnten den Grund nicht finden. Und dann hat aber das NIH, das National Institute of Health, nicht locker gelassen und eine andere Ärztekommission hingeschickt. Und denen ist dann letztlich das Licht aufgegangen. Die haben gesehen, dass, wie sie zusammenleben, die Rosetaner, und haben dann letztlich den Nagel auf den Kopf getroffen und gesagt, ja, es ist eigentlich dieser soziale, tolle soziale Zusammenhang, den die da haben, der wahrscheinlich für diese besondere Reduktion des Krankheitsrisikos verantwortlich ist. Und es war tatsächlich so. Aber wie das so ist, wenn verschiedene ethnische Gruppen oder Personen in die USA emigrieren, in der ersten Generation behalten sie noch ihren Lebensstil, mehr oder weniger. Aber in der zweiten und dritten Generation adaptieren sie sich an den Lebensstil der Amerikaner. Und mit dieser Adaption, also der Verlust der Gemeinschaft, des gemeinsamen Essens, des Zusammenhaltes, ist auch der Verlust dieser gesundheitsstimulierenden Faktoren gekommen. Und dann hat sich das Risiko wieder angeglichen an das der Amerikaner. Wir kennen das auch bei japanischen Frauen, die haben, aber das hat andere Gründe, die haben ein niedriges Risiko für Brustkrebs. Wenn sie in den USA ankommen, dann bleibt das erhalten, aber in der zweiten, dritten Generation gleicht sich das dann an. Also, Lieben ist wohl, und das wissen wir alle, essentiell für unser emotionales Wohlbefinden, aber auch unser körperliches Wohlbefinden. Und ich wollte das eben mit Fakten, das wissen wir ja eigentlich, mit Fakten unterlegen. Und da gibt es so tolle Fakten, die das so klar machen. Lachen ist klar. Wenn Sie lachen, dann bewegen Sie mehr als 100 Muskeln. Und wenn Sie herzhaft lachen, dann kommt es ja zur Reduktion des Blutdrucks. Die Muskeln werden angespannt. Es löst sich alles in Ihrem Körper. Stress verschwindet. Sie sind gelöst. Und das hat also so harmonisierende und sehr positive Wirkungen, ist Kreislauf anregend, aber Blutdruck senkend und führt einer natürlich zu einer zufriedenen Lebenseinstellung. Und vielleicht ist Humor auch etwas, was uns hilft, Stress abzubauen. Es gibt so Menschen, die haben die Fähigkeit, in stressbehafteten Situationen mit irgendeiner humorvollen Bemerkung diesen Stresspegel herunterzubringen. Und das ist natürlich eine hohe Kunst und eine letztlich ein Persönlichkeitscharakteristikum. Aber man kann das ein bisschen konditionieren. Man kann sich dessen mehr bewusst sein. Und das ist es ja eigentlich, was wir tun können. Wir können uns der positiven Effekte dieser verschiedenen Punkte, die ich da aufgelistet habe, bewusster sein und sie daher auch, wenn sie stattfinden, intensiver sozusagen wahrnehmen und damit mehr von den Vorteilen für uns generieren. Positives Denken, da gibt es
Das ist etwas, wo man darüber diskutieren kann. Da gibt es Studien bei HIV-Patienten, aber das gibt es natürlich bei anderen Situationen auch. Also de facto sollten Sie aufstehen und sich fragen, worüber freue ich mich denn heute? Was ist denn heute sozusagen etwas, was mich erfüllt, was ich gerne mache? Was wird mein Leben heute erhellen, erfreuen? Und wenn man sich das bewusst macht, nimmt man es sozusagen intensiver wahr. Und letztlich kann man das ein bisschen konditionieren. Da gibt es so schöne Studien bei HIV-Patienten, die sich das bewusst gemacht haben, die dann auch trainiert haben. Manchmal hilft auch Meditation hier ganz entscheidend. Und überdenken wir auch das, das ist gar nicht so einfach, was wir nicht gerne haben, was uns belastet. Und überdenken wir, wie wir hier die Belastung vielleicht reduzieren können, analysieren wir das von verschiedenen Seiten und vielleicht ist es dann ein wenig weniger belastend und wir müssen damit leben, dass wir das aus unserem Leben nicht komplett eliminieren können, aber wir können die Bedeutung belastender Ereignisse auch ein bisschen modifizieren und modulieren. Es gibt diesen einfachen Satz: Die Dinge des Lebens bekommen die Bedeutung, die wir ihnen geben. Also, wenn es uns gelingt, stressvolle Situationen sozusagen weniger bedeutsam werden zu lassen, dann ist das sicher für uns ein Vorteil. Also bei diesen HIV-Patienten, die diese Prinzipien hier aufgelistet befolgt haben, ist es zu einer Reduktion der Viruslast im Vergleich zur Kontrollgruppe gekommen. Lebenszufriedenheit, das wäre eines der wichtigsten Güter in unserem Leben. Das lässt sich natürlich auch ein bisschen steuern. Also wir haben es ja oft verlernt, uns an den kleinen Dingen zu erfreuen. Also wenn wir da hinausblicken oder wenn wir diesen Fikus anschauen, wenn wir in die Natur gehen, da sehen wir so viele kleine Wunder, die wir einfach nur wahrnehmen müssen und entsprechend wertschätzen müssen. Etwas ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir vergleichen ja sehr gerne uns mit anderen, mit Nachbarn, mit Freunden und so weiter. Aber da sollten wir sehr selektiv sein. Ein einfaches Beispiel: Wenn Sie ein bescheidenes Budget haben und Sie kaufen sich, weiß ich nicht, ein Haus in einem Areal, wo es nur Luxusvillen gibt, dann werden Sie immer ein kleines Problem haben. Also man muss sich aussuchen, wo man hinpasst, wo diese Vergleiche, die unwillkürlich stattfinden, auch nicht, wie soll ich sagen, ein bisschen belastend sein können. Was auch klar ist, das hat man untersucht, Lebenszufriedenheit, Lebensglück korreliert nicht mit dem finanziellen Wohlstand, das ist schon klar. Aber eins ist schon auch wichtig, wir müssen entsprechende materielle Mittel haben, damit wir nicht ums Überleben kämpfen müssen. Das ist schon die Voraussetzung. Und es gibt ein paar Länder in Europa, wo diese Lebenszufriedenheit besonders hoch ist, die wird jedes Jahr gemessen. Dänemark zum Beispiel hat eine sehr hohe Lebenszufriedenheit, die Schweiz. Österreich ist auch nicht so schlecht, aber nicht ganz oben. Also wir müssen uns dessen bewusst sein und wenn wir was planen, dann müssen wir auch überlegen, ob das gut zu uns passt. Und letztlich ist etwas, was Menschen, wenn sie am Ende ihres Lebens stehen, immer wieder ausdrücken: Ich hätte öfters der sein sollen, der ich wirklich bin und mich nicht verstellen haben müssen oder verstellt haben. Ich hätte mehr Zeit meinen Freunden gewidmet oder widmen sollen. Ich hätte mehr Zeit für Dinge investieren sollen, die mich besonders befriedigen. Das hört man, wenn man so ein langes Leben hinter sich hat und von diesen Menschen lernen möchte, was für sie wichtig war und was sie vielleicht, wenn sie noch einmal auf diese Welt kommen, anders machen würden. Also widme deinen Freunden mehr Zeit, wenn sie gute Freunde sind. Und etwas ist auch beachtenswert. Manchmal ist eine Katastrophe der Beginn für ein Leben,
auf einer höheren Ebene, wo wir unsere Wahrnehmungen schärfen, wo wir klarer reflektieren, wo wir für uns entscheiden, was ist für mich persönlich wichtig, was macht mir diese Freude, was gibt mir diese Sinnerfüllung und was möchte ich aus meinem Leben eliminieren, was ist unbedeutend. Also man geht bewusster, viele Menschen schaffen das, gehen bewusster auf einer höheren, denke ich, emotionalen Ebene durchs Leben. Und manchmal, was man auch so oft sieht, ist dann, dass manche, wie soll ich sagen, Irritationen zwischen Menschen, manche Brücken, die eingebrochen sind, dann gekittet werden, weil man doch reflektiert, dass ein Leben in, wenn es um Verwandte, Freunde geht, in Sprachlosigkeit weniger sinnvoll ist, als diese Brücken aufrechtzuerhalten. Das ist ganz klar. Wir müssen alle unsere Organe, unsere Fähigkeiten tagtäglich nutzen, trainieren, wenn Sie so wollen. Und das wissen wir natürlich auch, was das Gehirn betrifft. Also wir brauchen auch, was unser Gehirn betrifft, unsere tägliche Stimulation. Ein paar einfache Beispiele. Gibt es klare Studien, wenn Sie Taxifahrer sind und Sie fahren mit dem Navi, dann haben Sie ein höheres Risiko, Alzheimer zu bekommen, früher zu bekommen, als der Taxifahrer, der aufgrund seines Gedächtnisses sich die Straßen merkt und die Straßen anpeilt. Ganz klar bei Schauspielern. Schauspieler haben ein sehr geringes Risiko für Alzheimer. Nur solange sie aktiv sind, solange sie ihre Rollen lernen. Wenn sie aufhören plötzlich, dann steigt ihr Risiko auf das der normalen Bevölkerung. Also das sind so klare Signale dafür, dass es, dass diese Illusion, die man so hat, als, weiß ich nicht, vielleicht auch, sagt das jetzt so, vom Paradies, dass man, die so manche Menschen haben, dass man dann in einer Situation lebt, wo man sich nicht mehr anstrengen muss, wo alles sozusagen die Früchte von den Bäumen in Greifhöhe liegen und man sie nur nehmen muss. Das ist eine Illusion, die natürlich falsifiziert wurde, denn das würde zur Verkümmerung all unserer Fähigkeiten führen. Etwas ist ganz interessant und das zeichnet sich schon aus. Sie werden das nicht glauben. Ich habe das bis voriges Jahr, wo diese Studie erschienen ist, auch nicht fassen können. Was wir alle wissen, ist, dass der sozioökonomische Status mit der Lebenserwartung korreliert. Da können Sie sagen, dass in Amerika passt das ganz gut, weil da haben die Wohlhabenderen vielleicht einen leichteren oder auf jeden Fall einen besseren Zugang zum Gesundheitssystem. Diese Studie stammt aber aus Großbritannien. Und was hat man da gemacht? Man hat 70.000 Menschen im Alter von 11 Jahren einen Intelligenztest unterzogen und hat sie dann vor zwei Jahren dann hat man geschaut, wer lebt noch, wer ist wann gestorben und hat gesehen, viele sind schon gestorben, viele leben noch und hat man versucht, Faktoren zu finden, die mit der Lebenserwartung korrelieren. Und dann haben sie unter anderem diesen Intelligenztest, den diese Personen mit 11 Jahren in der Schule durchgemacht haben, herangezogen. Und dann haben sie die Intelligenzquotienten mit der Lebenserwartung korreliert. Und was Sie sehen hier bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schauen wir, ob die Maus, also das haben wir da, nehmen wir das da, haben sie eine klare Korrelation. Warum? Leute, die wissen, die gesundheitsbewusst leben, die haben in der Regel sich damit auch intensiver beschäftigt. Wenn sie sich damit intensiver beschäftigen, brauchen sie eine gewisse Intelligenz und sie müssen natürlich auch mit einer gewissen Disziplin das umsetzen, was ihnen klar ist. Und das gelingt offensichtlich den intelligenten Menschen besser. Und sie sehen,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei diesen Menschen viel seltener mit hoher Intelligenz. Sie sehen, dass die Tumore, dass diese Menschen auch weniger tabakinduzierte Karzinome haben. Früher war es ja so, vor 100 Jahren, dass nur die Reichen geraucht haben. Heute ist es leider so, dass Menschen aus unteren sozioökonomischen Schichten rauchen. Und das manifestiert sich auch hier. Also wenn sie nicht rauchen, haben sie natürlich weniger tabakassoziierte Erkrankungen, Krebserkrankungen. Aber etwas ist auch wichtig. Krebs ist sozusagen ein unglückseliger Zufall. Und die nicht Krebs, also tabakbezogenen Krebserkrankungen sind unabhängig von der Intelligenz der Betroffenen. Das ist etwas, was uns allen passieren kann. Sie wissen das Risiko, dass so eine Erkrankung bei uns auftritt, im 50. Lebensjahr, ist 1% pro Jahr. Also 1% pro Jahr ist unser Risiko, eine Krebserkrankung zu bekommen und so weiter. Also da können Sie sich schon, wenn man dann einmal 70 ist, dann hat man schon ein gewisses Risiko hinter sich, aber das Risiko wird dann noch ein bisschen größer. Aber das ist unabhängig von der Intelligenz, die Tatsache, dass eine Krebserkrankung uns sozusagen betrifft, mit Ausnahme der tabakinduzierten Krebserkrankungen, die hier eine Korrelation mit der Intelligenz zeigen. Warum das so ist? Naja, sie können sich besser, sie informieren sich, intelligente Menschen informieren sich, sind in der Lage, als Steuermann der Erkrankung zu fungieren. Sie kommen anders vorbereitet zu ihrem Arzt oder zu ihrem Betreuer. Sie lernen von anderen Betroffenen, sie kennen das Gesundheitssystem besser, sie können besser selektionieren und sie suchen sich Betreuungsstellen aus, das kann man in Österreich, die für sie am besten passen. Und wenn ein Problem da ist, haben sie ein größeres Netzwerk, um das Problem abzufedern. Also das sind all diese Vorteile, wenn man engagiert ist, wenn man hier ist, das zahlt sich offensichtlich aus. Die beste Pille, die wir überhaupt haben, überall verfügbar, fast kostenlos oder kostenlos, ist körperliche Aktivität. Es gibt eigentlich nichts Besseres, was man Menschen raten kann in unserer Gesellschaft. Wir wurden ja, wenn Sie zurückdenken, wie sozusagen der Mensch sich entwickelt hat, er hat sich ja in einer Landschaft entwickelt, wo er körperlich aktiv sein musste, wo er den Tieren nachjagen musste, wo er sich verteidigen musste. Körperliche Aktivität, wir sind also letztlich für diese Aufgaben selektioniert worden. Jetzt gibt es ja keinen Selektionsdruck mehr. Also jetzt, wenn man jetzt geboren wird, egal was man für körperliche Fähigkeiten, geistige Fähigkeiten, emotional hat, man wird älter. Aber früher, zu Beginn der Menschheit, war das entscheidende Selektionsdruck. Das heißt, es sind Menschen entstanden, unsere Vorfahren, die sozusagen geprägt waren davon, dass sie körperlich aktiv sein mussten. Und das haben wir in unserer Gesellschaft aufgegeben. Wir haben es aufgegeben auf Bequemlichkeit oder auf vielen anderen Gründen. Aber es hat einen negativen Einfluss auf unsere gesunde Haltung und daher müssen wir es wieder aufnehmen. Und es gibt jetzt, vor einem Monat erschienen, ein Statement der australischen Krebsgesellschaft, dass körperliche Aktivität jeden Betroffenen, jeden, der von einer Krebserkrankung betroffen ist, anzuraten ist. Und das Schöne daran ist, es gibt eine, wie soll ich sagen, eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Je mehr, desto besser. Also das sollte man sich vor Augen führen. Und das sollte eigentlich in ihrem Leben, all ihrem Leben, einen ganz wesentlichen Stellenwert haben. Also es reduziert das erst und das, wenn man schon mit so einer Diagnose konfrontiert ist. Und natürlich, wenn Sie körperlich aktiv sind, haben Sie ein geringeres Risiko für Krebserkrankungen. Das sehen wir hier auch. Das ist eine Riesenstudie. Also das ist ja nicht das etwas, wo Sie sagen, das ist eh logisch, sondern das ist sehr gut mit exakten Daten unterlegt. Also die Mortalität sinkt, wenn Sie körperlich aktiv sind,
und vor allem die kardiovaskulären Erkrankungen sinken. Das ist so um 20%, 25%. Also es ist ja eigentlich überraschend, dass wir trotz dieses Wissen in unserer Gesellschaft das nicht zu unserer Maxime machen. Dass wir diese Möglichkeiten einfach nicht nutzen oder ungenügend nutzen. Das, denke ich, sollte ein Primat vor allem auch jetzt sein bei unseren Kindern, denn für die ergibt sich diese Chance natürlich, dass sie das Krankheitsrisiko, ja nicht nur Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes enorm reduzieren würden. Also wenn wir körperlich, gehen noch einmal zurück zu dem, ja, also wenn wir da körperlich aktiv werden, dann könnten wir viele Abteilungen sperren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hypertonie, Diabetes, also Wohlstandserkrankungen. All das könnten wir wesentlich reduzieren. Das ist klar, das wissen wir auch. Aber auch hier gibt es ganz tolle Untersuchungen, die belegen, dass das, was da empfohlen wird, tatsächlich Faktum ist. Also wie soll denn die ideale Diät ausschauen bei uns allen? Es ist die Mittelmeerdiät im Wesentlichen, aber es ist, lässt sich reduzieren auf Gemüse, Obstreich, Vollkornprodukte, Sie sehen es hier. Nüsse, vor allem Baumnüsse sind empfehlenswert, Kräuter, Gewürze. Was man vermeiden sollte oder reduzieren sollte, das haben Sie auch natürlich schon gehört, ist vor allem Fleisch, ungenügend gekochtes Fleisch. Und Sie werden sagen, warum denn das Fleisch? Es gibt einen Nobelpreisträger, der hat einen Deutschen, der hat den Zusammenhang zwischen einer Virusinfektion und einer Krebserkrankung klargemacht. Und zwar Gebärmutterhalskrebs. Also Gebärmutterhalskrebs ist die Folge einer permanenten Virusinfektion. Wie viele andere Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Lymphome oder auch das Myelom, tritt häufiger auf bei Personen, die eine chronische Infektion haben. Warum? Chronische Infektionen führen zur Freisetzung von verschiedenen Faktoren, wir nennen das Zytokine, die das Zellwachstum befördern, und Zellwachstum heißt höheres Risiko für Schäden bei der Zellteilung und so weiter. Ja, also der Zuhausen, dieser Nobelpreisträger, der diesen Zusammenhang erkannt hat und aufgrund seiner Studien es heute diese Papillomvirus-Impfstoffe gibt. Also alle jungen Menschen, vor allem die Mädchen, aber auch die Burschen, werden ja heute geimpft gegen Human Papilloma Viruses, und zwar gegen zunehmend mehr Stämme. Und damit, mit diesem Impfstoff, kann man weitgehend das Risiko für Gebärmutterhalskrebs, für Analkrebs, für Peniskrebs reduzieren und für HNO-Karzinome. Also nur um zu zeigen, wie bedeutend chronische Infektionen sind für das Auftreten von Krebserkrankungen. Und wenn Sie jetzt rohes Fleisch nehmen, und das sind vor allem die Rinder, die wir hier in Europa haben, wo das nicht genügend gekocht ist, dann ist seine Hypothese die, dass in dem rohen Fleisch Infektionserreger drinnen sind, die im Darm zu chronischen Entzündungen führen und dadurch das Risiko für krebsartige Veränderungen erhöhen. Also das ist der Hintergrund. Das heißt, wenn Fleisch, dann sollte es nicht rare sein und es sollte in Maßen genossen werden. Also das ist der Zusammenhang, und da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Konsumation von rohem Fleisch und Dickdarmkrebs zum Beispiel. Es gibt aber Länder, zum Beispiel in Asien, wo offensichtlich andere Rinder dieses Risiko nicht bergen. Also bleiben wir bei Europa, und da haben wir das Problem. Was natürlich auch noch dazu gehört, industriell verarbeitete und raffinierte Lebensmittel, das sozusagen die Cornflakes in der Früh, die würde ich auch, die habe ich früher gern gegessen, aber die gibt es in meinem Speiseplan nicht mehr. Also industriell verarbeitet, zuckerhaltig. Zucker ist natürlich auch ein Driver.
Insofern, weil sie durch Zuckerkonsumation nicht nur Insulin hochregulieren, sondern Insulin-like Growth Factor, das sind so Wachstumsfaktoren. Wachstumsfaktoren, also für Zellwachstum. Wenn Sie viel Insulin nehmen, werden Sie dick, wenn Sie nicht entsprechend, also wenn Sie das übertreiben. Zucker, ja, größere Mengen auf Milchprodukten, das war auch für mich etwas, was ich erst zur Kenntnis nehmen musste, weil wir ja, wie wir so aufgewachsen sind, wie wir jung waren, war ja Milch unser Lebenselixier. Aber letztlich muss man sagen, dass es zunehmend mehr Daten gibt, die hier, vor allem wenn es um größere Mengen von Milchprodukten geht, einen negativen Zusammenhang sehen. Das heißt, zu viel Milch oder Milchprodukte sind für unsere Gesundheit nicht das Allerbeste. Ja, so einfach ist das. Das müssen wir alles befolgen. Ich glaube, damit bin ich schon ja, beim letzten Slide hier. Sie werden jetzt sagen, naja, Sie haben ja ein paar Freunde, die sind Vegetarier, manche sind sogar Veganer. Zahlt sich das aus? Es gibt ja Gesellschaftsgruppen wie die Mormonen oder die 7-Tage-Adventisten oder in Himalaya die Huskers, die fast vegetarisch oder ausschließlich vegetarisch leben und die haben tatsächlich eine sehr hohe Lebenserwartung. Und die Vegetarier in unserer Gesellschaft haben auch mit einer höheren Lebenserwartung zu rechnen. Das sind natürlich alles statistische Durchschnittsdaten, aber die sind halt valide. Was kann ich denn machen? Unlängst war da immer mit dem Rad und habe eigentlich ein Hungergefühl empfunden und habe mir gedacht, das ist eigentlich komisch, warum hat die Natur das so eingerichtet, dass wir immer wieder Hungergefühle haben? Und ich kann mir das nur so erklären, dass das früher natürlich, wie unsere Vorfahren durchs Leben gezogen sind, natürlich ein Hungergefühl gebraucht haben, um sich sozusagen satt zu essen, um für die Dürrekatastrophen oder für die Zeiten ohne Nahrungsmittel gewappnet zu sein. Es gibt ja auch bei den Schwarzen diesen berühmten Fettsteiß. Das ist sozusagen so ein Reservetank für schlechte Zeiten. Und möglicherweise ist das die Erklärung, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls leiden wir vielleicht ein bisschen sogar darunter, dass vor allem manche Menschen ein besonders starkes Hungergefühl haben. Was kann man machen? Naja, das vergeht, wenn Sie einen Tag fasten, ist es am nächsten Tag nicht mehr da. Aber da muss man mal durchfasten. Und dann, wenn Sie langsam essen, wenn Sie Ballaststoffe essen, dann ist das vielleicht eine Abhilfe. Aber ideale Situationen gibt es ja noch nicht. Aber allalong werden wir auch Mittel haben, die dieses übermäßige Hungergefühl, wenn wir gut ernährt sind, reduzieren, sodass wir auch dieses Problem mit moderner Medizin besser in den Griff kriegen. Ja. Menschen, die oder Frauen, die Brustkrebs gehabt haben, und die vegetarisch essen und die vor allem 13 Stunden am Tag, wie Sie sehen hier, fasten, haben eine verringerte Rückfallrate, ein verringertes Rückfallrisiko. Warum ist das so? Werden Sie sagen, wenn Sie fasten, dann wird die Aktivität bestimmter Gene beeinflusst und manche Gene, die für eben wieder Proliferation verantwortlich sind, werden runtergeschaltet. Also das Fasten in unserer Religion hat auch einen medizinischen Sinn, wenn Sie so wollen. Und natürlich, wenn wir längere Zeit nichts essen, zum Beispiel, dann ist das für Ihr Krebsrisiko wahrscheinlich höchst erfreulich und günstig. Also das sind so kleine Tricks, die Sie in Ihr Leben einbinden können und hoffentlich einbinden werden. Ja, ich glaube, damit bin ich schon am Ende. Ich möchte jetzt noch Herrschaften danken für die langjährige erfolgreiche Führung dieser Gesellschaft, vor allem Frau Elfi Jirsa, die über viele Jahre die Myelom- und Lymphomhilfe so erfolgreich, mit so viel Herzblut, Verstand und Liebenswertigkeit geführt hat. Frau Jirsa, Sie haben das wirklich hervorragend gemacht. Ich weiß ja nicht, ob ich da ein Geheimnis verraten darf, das überlasse ich dann Ihnen. Aber ich möchte Ihnen auf jeden Fall für das, was Sie für Menschen gemacht haben in diesem Land, ganz herzlich danken.
Wir brauchen in den Land Menschen, die sich engagieren. Und Sie sind so ein Modell dafür. Wir brauchen Menschen, die aufstehen, die anderen die Hand reichen, wenn es ihnen schlecht geht, die andere unterstützen, wenn sie Unterstützung brauchen. Und die Frau Ierser ist wohl ein Role Model, wie man so modern sagt, für so eine Person, so eine Persönlichkeit. Sie haben das toll gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Alles Gute. Applaus